Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Tekken. Die letzte Aufnahme ist mal wieder ein gefühltes Jahr her. Ich sehe jetzt erst, wo ich bin, weil ich absolut keine Ahnung hatte. Joa. Dementsprechend auch meine Skills on point, mein Setup sowieso immer beschissen. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht heute jedes Match verliere. Gewinnen werde ich definitiv nicht weiterhin alles. Literally, ich habe keine Ahnung, was die Buttons machen. Ich hätte mich vielleicht irgendwie nochmal kurz reingucken können, aber... Ach, das war der Grab, ich wollte kontern. Ja. Ich bin gerade recht fokussiert. Ja. Die erste Runde lief besser, als ich erwartet hatte. Wir haben tatsächlich recht souverän gewonnen. Ah, ich war zu weit weg. Okay, er rennt noch ein bisschen rein, schön. Was? Der ist instant auf seinen Scheiß-Move gegangen. Ja, mach ich jetzt in der Lage auch. Okay, der Kampf lief deutlich besser, als ich irgendwie erwartet hätte. Wir haben Runde 2 flawless gewonnen. Warum kann der so wenig, Digga? Ich habe das Spiel seit einem Monat mindestens nicht gespielt. Und bin inzwischen in der roten Liga. Da erwarte ich eigentlich schon ein bisschen was. Ja. Jui, ich habe einen neuen behinderten Titel. So, ja, wir werden heute auf jeden Fall nichts anderes machen, als einfach nur Trainer zu farmen. Und dabei hoffentlich mich auf die Schnauze zu kriegen. Es wird halt eine ganze Weile dauern. Dafür, soweit ich es richtig im Kopf habe, wenn das stimmt, nähern wir uns tatsächlich schon dem Ende vom Let's Play, weil ich will nur die Story durchspielen und die endet nach der roten Liga meines Wissens nach. Das heißt, nach dieser Liga sind wir fertig und ich werde auch nicht mehr spielen, als sein muss, sag ich jetzt mal so frei. Einfach, weil ich sowieso so wenig aufnehme in letzter Zeit. Und wenn ich dann mal endlich mit dem Projekt fertig werde, dann wäre das sehr gut für mich. Ah, der Hund. Ich habe das Gefühl, der spammt mich einfach nur zu und ich kann nichts dazwischen drücken. Hä? Also da kam jetzt einfach mein Input nicht raus. Also in der Runde konnte ich ja literally nichts drücken. Und das sage ich jetzt nicht so, das meine ich, wie ich sage. Ich konnte keine Buttons drücken. Hier, der geht direkt, der kriegt direkt seinen scheiß Konter. Was ist das? So, Grab landen. Ah, scheiß Special. So, ich muss jetzt auch meinen machen und ich treffe sehr gut.
wenn ich da verfehlt hätte, wäre es das wahrscheinlich gewesen. Auch wenn ich literally keinen Damage mache. Ich kann nichts tun, ich sag's euch. Oh mein Gott! Ich gewinne nie im Leben Runde 3, was ist das? Was ist das? Der Grab hittet. Ich mach direkt noch einen. Ich hab Grab gedrückt. Jawohl! Als ob ich das gewonnen habe. Das war auf jeden Fall der knappste Kampf bisher. Ach du meine Fresse. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich da nicht verloren habe. Digga, der lag 1-0 vorne und ich war auf 9 HP. Ja, ich erhöhe mal meine Defense. Und das war auch nicht gerade der stärkste diese Runde. Boah, Digga, ich habe aber auch echt keine Ahnung, was in Runde 1 abgegangen ist. Das macht mich jetzt dezent nervös. Ich meine, der Typ dürfte theoretisch nicht viel anrichten können, weil der ist Letzter in der roten Liga, aber... Ja, das ist der Konterbutton. Wollte ich einfach checken. So, kleiner Folgehit. Ja, das meine ich! Theoretisch soll das der Schwächste in dieser Liga sein. Also der Erste hat auf jeden Fall weniger Probleme gemacht heute. Allgemein, der Erste war der Einzige, bei dem nicht passiert ist, was ich erwartet habe. Hier, der kann so schnell vor mir angreifen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Like, ich werde literally getroffen und bevor ich agieren kann, werde ich wieder getroffen. Alles klar, natürlich macht er den Scheiß instant. Und das sollte ein Grab und kein Konter werden, der hätte gehittet. Ja, stattdessen bin ich jetzt in einer fetten Combo drin. Ja, also, das kann ich eigentlich nicht gewinnen. Hier diese Kombos. Oh, wie gewinne ich diese zweiten Runden noch? Okay.
Och, du meine Fresse. Jetzt lande ich einen Grab. Okay, ich lande den Grab. Wir haben einfach nochmal gewonnen. Wie? Wie gewinne ich hier noch? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich werde so auseinandergenommen. Und am Ende klappt es dann trotzdem irgendwie. Mit 5 Sternen? Ich habe keine Ahnung von dem Bewertungssystem des Spiels. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel allgemein. Ich versuche irgendwie durchzukommen und gerade klappt's und ich habe keine Ahnung warum. Punkt. Wie hab ich meine Winstreak immer noch am Leben? Ich verstehe es nicht. Sag mal, ich muss jetzt langsam mal meinen ersten Loss kassieren. Na komm. Diesen Kampf wieder etwas souveräner gewinnen. So, der Grab Catch. Jawohl. Ich wollte direkt grabben, aber dann jetzt halt. Jawohl, endlich mal eine gute Runde 1. Diesmal wurden wir nicht auseinandergenommen. Oh mein Gott, und der hat fast gar keine Leiste voll. Ja, der Grab. Als ob mein Hitler verfehlt hat. So, Critical Hit. Das ist irgendwie seltsam. Der Typ vorher war von der Power her, vom Rang her der Schwächste aus der Liga hier. Das hier ist an diesem Durchgang der Stärkste. Der davor hat mich auseinandergenommen. Na, aber nicht zu früh freuen. Digga, das insane Neutral Game am Ende. Was wollt ihr von mir? Boah, Digga, ich sehe aus wie ein fucking Green Ninja im Neutral. Ich spam Down Tilt. Ja, das war jetzt bisher der zweiteinfachste Kampf heute. Irgendwie seltsam. Ich habe gerade das Gefühl, je schlechter die Gegner gerankt sind, desto mehr Probleme machen sie mir. Also, dann mal gucken. Ein bisschen habe ich mich wieder eingefunden, aber ich war ja auch schon in den vorigen Aufnahmen immer scheiße. Ja, das ist ein super Start. Oh, warum kann der das so schnell kontern?
Warum war ich auf einmal in seinen Hits drin? Ja. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich habe ihn mit meinen Hits richtig angegriffen und auf einmal war ich in dem seiner Combo. Okay, das war sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und das war's. Runde 2 souverän gemeistert. Es war unglaublich wichtig, dass als er sein Limit bekommen hat, ich direkt nach Tara in meinen Limit-Schlag kombon konnte. Aber ich bin alles andere als sicher. Ja. Und das zu Recht. Ja, der Grab sitzt. Aber er hat bald Limit, ich nicht. Hallo? Hast du das Spiel verlernt, Diggi? Jetzt hat er noch was gemacht. Instant den Limitschlag hittet und... Ja... Schon wieder. Wieso passiert das heute immer? Ich lieg 1-0 hinten, beziehungsweise 0-1 sagt man da, und gewinn dann trotzdem noch irgendwie. Die werden eindeutig schlechter nach der ersten Runde. Ich meine, ihr habt es ja gesehen, der Typ hat sich literally nicht gewehrt, jetzt den Großteil der letzten Runde. Der hat sich gedacht, okay, vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben. Jetzt chill ich mal ein bisschen. Und damit haben wir den Durchgang abgeschlossen. Irgendwie ohne zu verlieren, fragt mich nicht wie. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so weitergeht. Die Heidemarie, Digga, was? Diese Namen in dem Game. Perfekt. Dann mal gucken, ob wir auch dieses Mal wieder wegkommen, ohne was zu verlieren. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ nicht vorhanden. Also, trotzdem versuche ich es natürlich. So, da sind die ersten Hits. Ach man, Kacke. Ja, und jetzt bin ich in einer Combo, die mir ungelogen die Hälfte meiner Leben abgezogen hat. Ja, jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen. Ja, jetzt bin ich wieder, obwohl ich einen Angriff gedrückt habe in seiner Combo. Er hat ein Limit und benutzt es, das war's. Noch nicht. Jetzt aber. Ja, ich kann die ersten Runden nicht gewinnen. Punkt. Als ob das nicht gehittet hat.
Ja, nee, nee, den Kampf verliere ich, den Kampf verliere ich. Ich hab nicht mal Y gedrückt. Also, sag's wie es ist, heute bin ich aber auch überzeugt davon, dass meine Inputs teilweise einfach komplett im Arsch sind. Digga, wie kann der das immer direkt machen? Ja, das hittet, aber es bringt wahrscheinlich nicht viel. Der hat gleich Limit voll und meins hört auf. Ja. Dass er das einsetzen konnte, war es eigentlich. Glaube ich zumindest. Oh mein Gott, was zum Fick? Was soll denn das? Es kann nicht sein. Ich kann nicht gewinnen jetzt. Ja, genau das habe ich gedrückt. So, Uya Grab. Yay, der Typ hat... Wieso hat der Typ Instant Limit? Das verstehe ich hier halt nicht. Der Typ hat sofort wieder Limit gehabt. Nee, der stirbt jetzt nicht. Der stirbt jetzt nicht. Nee, 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 nee. Wie hab ich schon wieder gewonnen? Ich werd hier jede Runde auseinandergenommen. What the fuck? Diese Bewertung auch. Woher? Digga, der hat mich zerpflückt. Jeder Gegner heute zerstört mich. Ich bin... Bin ich heute... Ich glaube, bisher habe ich zweimal Runde 1 nicht verloren in 6 Kämpfen. Ich rall's nicht. Ich rall es nicht. Das war von Ranking her wieder der Schwächste hier. Ich versteh's halt. Yay, Wrestler Pikachu, nachdem das Normale gerade schon so einen Spaß gemacht hat. Oh, neue Stage. Wahrscheinlich die behindertste im Game. Fucking Carpador-Fest. You're facing off against a fast Pokémon. Try to predict their moves. Was sind kämpferisch die Unterschiede zwischen normalem und Wrestler Pikachu in dem Game? Und ich wollte nicht grabben. Das ist der Button. That's a critical hit. Grab attacks are super effective against counterattacks. So. Synergy or support mode is full. Pick up the card you own to use your synergy first. Da kommt der Hit. Ah, das war ein Grab. Ja, und schon bin ich im Nachteil. Ja, und direkt wieder. Na, jetzt. Der Kampf ist ja so rum. Oh, was? Ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Ich war auf einmal nicht mehr in seiner Combo drin und hab ihn einfach weggefeuert.
Man merkt, ich bin sehr gut in diesem Spiel. Ich weiß selber nicht, warum ich gewinne. Grab landet, sehr schön. Ah, scheiße, er konnte dodgen. Aber sein Limit ist schon ausgelaufen und ich habe noch fast voll. Ja, einer der simpelsten Kämpfe eigentlich für heute. Runde 1 war recht knifflig, aber wir haben es irgendwie geklatscht. Runde 2 hat er eigentlich keine Schnitte gehabt. Und damit haben wir jetzt ernsthaft eine 60er Winstreak in diesem Game, das ich noch nie vorher in meinem Leben vor diesem Let's Play gespielt habe. Ich meine, es sind natürlich nur Computer, aber ich hätte schon längst verlieren müssen. Punkt. Ah, aber Glurak war letztes Mal schon so toll. Ich habe halt keine Ahnung, wie gut welche Charaktere rein theoretisch sind in diesem Game, aber... Jawohl. Ich bin in einer Glurak-Kombo. Glurak-Kombos sehen irgendwie broken aus von dem Damage her, aber... Ich kann halt einfach keine Kombos. Wahrscheinlich machen andere Kombos noch viel mehr Schaden. Ah, Seth. Als ob der da noch dodgen konnte und mich hitten. Jawoll! Der Slide. Der Slide. Okay, ich gewinne ein paar Runden 1. Okay, da landet ich einen wichtigen Grab. Nach Tara in den Limitschlag, wenn der Gegner selbst Limit hat. Ich glaube, es ist nicht so, als ob der Gegner gar nicht ausweichen könnte, aber es macht keiner. In den Instant Grab, sein Limit ist weg. So ziemlich. Und damit haben wir's. Ja, sehr schön. Die Runde 2 wieder stabil. Okay. Dieser Durchgang, diese Liegenrunde hier läuft im Moment ein bisschen besser. Abgesehen von dem ersten Match hier, das ich auch wieder hätte verlieren müssen. Obwohl, nee, warte. Da habe ich ja auch zumindest bei 2-0 gewonnen. Ich bin Fame, Leute, ihr habt's gelesen. So, jetzt kommt der stärkste Gegner dieser Runde und... Ist das erste Skelabra, was wir facen? Möglich, ich weiß nur, dass der Charakter dumm wie Scheiße ist. Unendliche Möglichkeiten passt irgendwie ganz gut. Ich glaube, nämlich Skelabra hat, wenn man es richtig macht, sowas ähnliches wie eine Infinite. Bezweifle jetzt aber einfach mal, dass die CPU die nutzt. Digga, was ist Gelabras Stimme? Das hört sich. Hui, Chain Grab. Hä? Ich konnte mich gerade literally nicht bewegen. Ich habe die ganze Zeit auf Bewegen gedrückt.
Der Grab und damit ist Runde 1 rum. Was zum Fick war das? Ich konnte mich bei diesem einen Phasenwechsel wirklich nicht bewegen. So. Oh, scheiße, ich habe glaube ich einen falschen... Ja, ich habe den falschen Button gedrückt. Ich wollte instant Burn-Up countern. Ja, der Limit Grab. Der Limit Schlag hittet auch und war's das etwa schon? Nein. Jetzt erst. Das erste Skelabra in diesem Run, wenn ich mich richtig erinnere. Hat jetzt nicht so viel Gegenwehr geleistet. Allgemein, der erste Durchgang war eindeutig schwieriger als hier der zweite. Auch wenn das Game mir hier sagt, dass meine Wertungen behindert sind. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach... mehr die KI abusen muss, so ein bisschen. Okay, das Viech hatten wir aber safe noch nicht. Weil ich bis gerade eben, weil ich nicht auf die Trainer geachtet habe, verpennt habe, dass das ein Pokémon ist, das in diesem Spiel ist. Routina, Digga. Das ist ja ein Pokémon. Wir sind nicht hier, um Spaß zu haben. Wir spielen hier ein fucking League-Match. Hab ich schon wieder das falsche zum Kontern gedrückt? Hä? Ja? Hä? Ja, nee. Ja, diese Runde 1 vergessen wir aber mal ganz schnell. Oh, Evoli boostet den Gegner. Okay, ich hab kurz Zeit. Ein Grab landet. Und Neutral. So, Runde 1 gewonnen und wir haben volles Limit. Das ist gut. Scheiße, Missinput. Ich meine, es hat getroffen, aber ich wollte eigentlich nach Tara nutzen. Aber ich bin noch neben dem L-Button auf R dazu gekommen. Heißt nicht, dass ich hier keine fette Combo draus mache. Okay, ja. What the fuck ist das für ein Limit? What the fuck? Excuse me! Na komm! Oh Gott, 34 HP schon wieder. Am Ende hätte ich's fast gefroht. Ach du meine Fresse. Ich glaub's gerade aber nicht. Das war der letzte Gegner. Wir haben schon wieder die ganze Folge ohne einen Loss geschafft. Wie? Also ich sag's, wie es ist, ich hätte diese Runde 4-mal, glaube ich, verlieren müssen, mindestens. Punkt. Keine Diskussion.
Und ja, beim nächsten Mal geht's dann einfach hier weiter, wenn wir weitere Liga-Matches hinter uns bringen. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö mit Ö.